Er hat eine Tüte mit Obstkuchen dabei. Minister Spahn besucht Sandra Schlensog in ihrer kleinen Wohnung in Karlsruhe. Ja. Na dann? Gehen wir rein, oder? Jawohl. Und dann verschwinden die beiden im Hausflur. Drinnen sind keine Kameras zugelassen. Aber dieses Foto zeigt die beiden an Sandras Küchentisch. Eine Stunde lang unterhalten sich die Hartz-IV-Empfängerin und der Minister. Und plötzlich die Kehrtwende. Von wegen Hartz-IV bedeutet nicht arm zu sein und reiche zum Leben. Der Minister twittert nach dem Besuch bei Sandra das hier. Mit Hartz-IV zu leben ist ohne Zweifel schwierig, denn es deckt als soziale Grundsicherung nur das Nötigste ab. Es war hilfreich, mit Frau Schlensog die konkreten Probleme ihres Alltags zu besprechen. Was genau die beiden besprochen haben, das bleibt nur zwischen den beiden. Darüber haben sie nichts verraten. Aber es gab eben nur diesen Tweet und der zeigt meiner Meinung nach, dass Jens Spahn doch etwas beeindruckt davon war, die Probleme, den Alltag einer Hartz-IV-Empfängerin mal so eins zu eins kennenzulernen. Ein Leben mit Hartz-IV. In Deutschland bedeutet das für mehr als 4 Millionen Menschen wie Sandra Schlensog immer sparen und bloß keine Extra-Ausgaben. Man steht am Rande der Gesellschaft, man kann einfach ganz viel nicht mitmachen und sagt oft auch Freundestreffen ab oder so, wenn man weiß, hey, die Kneipe heute Abend, das geht einfach nicht. Das mal einen Monat lang mitzumachen, das fordert sie ja immer noch von ihrem Besucher Jens Spahn. Und mehr als 200.000 Menschen unterstützen sie darin im Internet. Bei dieser Forderung werde ich bleiben, denn man kann nur Dinge beurteilen, wenn man sie selber erlebt hat. Und genau das wollen wir, im Gegensatz zu Jens Spahn, tun. RTL-Reporterin Hanna Kluth wird ab morgen einen Monat lang mit Hartz-IV leben, sprich von 416 Euro. Hier werde ich morgen einziehen und dann werden das 31 Tage, die mich, glaube ich, echt fordern werden. Meine größte Herausforderung wird dabei sein, mir das Geld so einzuteilen, dass ich auch wirklich gut bis zum Ende hinkomme und nicht am Schluss nur noch Tütensuppe essen muss. Was sie in dem Monat erlebt, wird sie dokumentieren. Und vielleicht schaut sich ja auch Jens Spahn das mal an.